Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim mit einem wunderschönen Ausblick auf Weißlauf bei Nacht. Jo, wir haben in der letzten Folge dieses Banditennest ausgehoben und wollen jetzt mal weiter zu den Graubärten. Mal gucken, wie viele Schritte... Was war denn das jetzt schon wieder? Ach, das Schwert. Sind wir drüber gestolpert. Schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen, bevor wir wieder irgendwo rechts, links abbiegen. Da ist was. Auf der Karte ist da was. Aber was ist denn da? Was ist da hinten gerade verschwunden? Was zur Hölle ist denn das? Junge Vampire! Ja! Rolle des Schutzkreises. Nehmen wir mal mit. Vampirstaub. Zaubertrank. Ach, das ist schon wieder. Magiker regeneriert sich 50% schneller. Ja, Punkt ist halt der, ich würde diese das schon tragen, aber bei der geringen, bei dem kleinen Gesundheitslevel, auf dem wir sind, würde ich dann doch erstmal noch ein bisschen auf Rüstung setzen, bevor wir so eine Magierrobe, weil die gibt uns ja wirklich null Schutz. Weil die gibt uns ja wirklich... Ja, das ist null Schutz, was wir da... Das ist gar kein Schutz, den wir dadurch haben. Deswegen lassen wir das mal noch, bevor wir die anziehen. Wir haben ja schon gesehen, wie schnell man sterben kann. Och, wer heult denn hier auch schon wieder rum? Ist mal Ruhe. Wir haben doch hier diese Fähigkeit, das jetzt hier beidhändig, das haben wir doch freigeschaltet. Jetzt wollen wir das nochmal einsetzen. Das ging schnell. All das macht deutlich mehr Schaden. Sehr, sehr schön. So, da haben wir noch eine Höhle. Und da oben haben wir so einen Stein. Die Höhle lassen wir... Oh, das verwirrt mich immer wieder. Die Höhle lassen wir jetzt mal links liegen. Aber den Stein gehen wir mal erkunden. Weil ich nicht weiß, was das für ein Stein ist. Aktuell müsste ja noch der Magiestein aktiv sein. Wo kommen wir denn jetzt da hoch? Hier. Oh, komm schon. Na komm. Oh, hallo. Totenbeschwörer. Das schaut... Okay. Das schaut auch so ein bisschen aus wie Kamehameha. So, Skelett, die haben doch immer... Der hat kein Geld zwischen den Rippen. Was denn da los? Das, dann ist es kein richtiges Skelett. Nö. So, was jetzt... Wo haben wir denn jetzt den Totenbeschwörer hinkatapultiert? Obwohl, wir klangen recht weiblich, oder? Der Ritualstein. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Nö, abbrechen. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Durchsuche Ascherhaufen. Alter Nordbogen. Haben wir. Brauchen wir nicht. Von Nordpfeile brauchen wir Knochen mehr. Ich möchte jetzt ungern unnötigen Ballast mitschleppen. Aber trotzdem muss jetzt. Wo ist der jetzt hingeflogen? Daddy das. Mano. So, weiter geht's. Ah, mir fällt gerade auf. Wir müssen hier mal noch das aktivieren. Mit uns das auch auf der Karte. Das war doch jetzt das Richtige, oder nicht? Genau. Oder ja. So, gehen wir zurück auf den Weg. Dem folgen wir jetzt am besten mal. Och nö, wo denn jetzt schon wieder? Ich möchte doch nicht alle Wölfe hier abschlachten. Mir bleibt denn nichts anderes übrig. Und wo denn jetzt? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Nee, das ist kein Wolf. Hä, bin ich... Ach, egal. Ah, jetzt ist er aufgetaucht. Brennt! Ihr sollt brennen! So, irgendwas hat sich verbessert. Ich habe es leider nicht gelesen. So.
weiterhin schön die Flammen breit halten. Noch ein bisschen Lavendel. Was haben wir hier? Lavendel. Lavendel. Haben wir noch mehr Lavendel? Nö, haben wir nicht. Wir haben noch mehr Wölfe hier. Meine Fresse. Gibt's da irgendwo ein Nest? Oh, diesmal anscheinend doch nicht. Wir haben sie nur gehört. So, und das ist das, wo wir die Banditen töten sollen. Was kommt denn da auf uns zugerannt? Ich mach mal Platz. Ein Elch. Ein Hirsch. Boah. Von dem Geweih will ich auch nicht aufgespießt werden. Lalalala. Auf der Karte sehe ich schon da drüben. Ja, wir wurden schon gesehen. Die schießen auch schon. Pass auf dich auf. Wow, hallo. Das kam überraschend. Nö, hab ich nicht vor. Schon wieder. Ach, selbst von da drüben wird schon geschossen. Ist das schon alles? Komm her. Ja. Komm her. Oh, das ist der Anführer. Das ist der Anführer. Oh. Der Schlag hat gesessen. Komm her. Ja. Oh Gott. Wo habe ich denn jetzt? Hier. Da haben wir das. Sobald wir uns heilen können, heilen wir uns. Okay, einen Moment. Wir hängen irgendwo fest. Das ist gerade nicht gut. Wir haben nebenher einen Levelaufstieg. Zauber der Gesundheit. Ne, warte mal. Doch, das ist der. Wir haben eben nicht so viel, das ist das Problem. Zack, zack, zack. Oh. Hat keinen Platz hier. Jetzt ist Schluss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat er uns jetzt wirklich mit zwei Schlägen fertig gemacht? Ehrlich? Ey, wie oft ich jetzt hier schon gestorben bin, ey, ist der Wahnsinn. Ich glaube, so oft bin ich bei den anderen Malen, wo ich das Spiel gespielt habe, gestorben. Was hat der Vorführeffekt? Wir hatten doch die letzte nächste Stufe erreicht. Und wo tauchen wir denn jetzt auf? Bitte lass uns irgendwo kurz davor auftauchen. Wir. Und dann sollte ich vielleicht doch ein Feueratronarchen beschwören. Der könnte da recht hilfreich sein. Nocturnal ist die. Ja, lass es mich halt nicht lesen. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Gut, die Vampirjäger. Vampirjäger. Die jungen Vampire da unten kriegen mal so einen. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass der uns so fertig macht. Vor allem, wir hätten ihn auch beinahe gehabt. Es war wieder sehr knapp. Ich grüße. Ja, ihr habt keine Chance. So, sag das nochmal. Und kotzt ihr auf den Boden. So. Und hier haben wir den anderen. Gold, Rolle, Vampirstaub, schwarze Magierrobe. So, okay. Also wir werden dann definitiv die Magiker wieder erhöhen müssen. Jetzt muss ich mal kurz. Jetzt seid doch mal ruhig. Bekleidung. Steigert Magiker um 10. Was für ein Amulett haben wir aktuell? Steigert die Ausdauer um 10 Punkte. Da ist mir Magiker wichtiger. So. Wiederherstellungszauber kostet 12% weniger. Ne, brauchen wir nicht. Steigert Magiker um 30. Was haben wir denn jetzt aktuell auf. Ach, auf dem Kopf haben wir. Den Pelz, der steigert Magiker um 30. Also ist das Jacke wie Hose. Eigentlich nicht. Also ist nicht wirklich Jacke wie Hose. Weil hier haben wir weniger Schutz. Weniger Rüstungswert. Deswegen behalten wir den Helm auf. Von wo? Ruhe.
So. Müssen wir da nochmal hoch. Vielleicht finden wir diesmal den Totenbeschwörer oder die Totenbeschwörerin. Vielleicht katapultieren wir sie diesmal nicht irgendwo über den Rand der Welt. Lalala. Ey, komm. Mir dasselbe. Einmal um den Rand rum. Zack. So. Nee, wo hänge ich denn fest? Was soll denn das? Bis hierher und nicht weiter. Hallo. Und ihr stürzt jetzt zusammen? Jo. Witzig. Okay. Also lohnt es sich auch mal ins Wasser zu gehen. Kleines Geweih. Interessant. Aber sie hat jetzt andere Sachen, ne? Magika regeneriert sich 75% schnell. Ach nee, stimmt. Die hat keine anderen Sachen. Wir haben sie halt jetzt bloß gefunden. Stimmt. Hab ich gerade noch erzählt, ich Idiot. Na, egal. Aber trotzdem, die hatten beide das letzte Mal Knochenmehl gehabt, echt. Letzte Mal vor uns. Gerade eben. Vor 5 Minuten. Nicht mal. So, okay. Wie gesagt, wir beschwören den Feueratronarchen. Der soll uns dann helfen. Den unten, den können wir gleich wieder töten. Aber wenn der Anführer wieder kommt, dann wird es doch wieder recht kritisch. Da werden wir Unterstützung gebrauchen können. Hallo? Wo seid ihr denn? Diesmal kein Angriff. Hallo, du bist schon hier. Okay, diesmal kommst du nicht wie wild angerannt. Nee, hier ist nix. So. Mal ein bisschen. Oh, jetzt wollte ich mich gerade beeilen, aber das ist nicht drin. Ja, hier gibt es wieder viele Sachen zum Einsammeln. Lalalala. Ich hätte gern so ein Alchemielabor für unterwegs irgendwie. Alchemielabor to go. Das ist bestimmt eine Marktlücke. Gibt es wahrscheinlich noch nicht. So. Oh, wir stoßen einfach gleich die Tür auf. Ich glaube, Anschleichen bringt uns da jetzt nicht so viel. So, die ersten haben uns schon gesehen. Das sind eine Menge. Oh. Diesmal ist schon jemand hier draußen. So, zack. Jetzt beschwören wir uns. Jetzt machen wir hier die Tür auf. Zack. Und wir haben noch nicht genug Magika, so ein Mist. Jetzt. Zack. Klinge. Und bei dem Gegner haben wir noch eine Beschwörung verbessert, das ist gut. Haben wir ein Schild aufgenommen? Ne, haben wir leider nicht aufgenommen. Schade. Aber dann gehen wir halt. Wie viel Schaden macht die jetzt? 9. Axt vom Weißlauf. Oh Gott. Gehen wir halt so in den Kampf. Hier hoch, damit der Feueratronarch so früh wie möglich. Sehr gut. Nö. Lügt doch nicht. Vergiss es. Da ist der Anführer wieder. Zack. Und zack. Und zack. So. Dankeschön. Abgeschlossen. Das Kopfgeld holen wir uns ein andermal ab, aber erstmal müssen wir jetzt hier noch die restlichen töten. Und zack. Zack. So. Guten Flug. Dann haben wir noch den Bogenschütz. Mal gucken. Jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen entspannter gehen. Treffer. Und da fliegt der Pfeil und zack. Schön ins Knie rein. So. Da ging das doch jetzt mal ein bisschen besser. War ein bisschen durchdachter. Es ist ja runtergefallen. Boah, ich will da jetzt nicht runterfallen, sonst sind wir gleich wieder tot. Das wäre ziemlich uncool.
Gut, das Kopfgeld holen wir uns dann andermal ab. Bettzeug? Nun schlafen wir gerade nicht. Das Zeug holen wir uns dann ein andermal ab, wenn wir wieder im Weißlauf sind. Das wird das öfteren passieren. Weißlauf ist ja, liegt ja eigentlich auch recht gut. So, wir haben mal durchsuchen, Bandit. Gold. Ne, wenn wir das jetzt alles mitnehmen. Der Eisenhammer, wir haben ja was auf dem Kopf, was ja was bewirkt. Eisenstiefel, die nehmen wir gerne mit. Wo haben wir die jetzt? Eisen, oh, da haben wir ja schon welche. Ah, wir hatten die hier, steigert die Feuerresistenz um 15%. Hm, zieh mal wieder an, sobald ein Drache auf uns zukommt. Ist das hier der Banditenanführer? Sehr gut. Dieser Stahlkriegshammer, der hat uns niedergeschmettert. So, 56 Gold, sehr schön. Oh, mehr auch nicht. Gut, dann brauchen wir jetzt auch da nicht rüber zu gehen. So, gibt es hier noch irgendwo was? Ein Pac-Man, der den Mund geschlossen hat diesmal. Gibt es sowas überhaupt? Zaubertrank der kleinen Heilung. Kartoffel, Kohl, Holzteller, Schrank. Papierrolle. Kleidung. Och, die sieht aber schön aus. Die nehmen wir einfach mal mit. Wie sehen wir eigentlich aktuell aus? Interessant. Ich hätte dann gerne echt am Ende irgendwie so ein Diadem, weil dann kann man unseren Kopf... Schmuck ist es ja nicht, aber dann kann man schön unsere Hörner sehen und sowas. Die finde ich ja richtig geil. Ah, sehr gut. Oh, sehr gut. Zwei Zaubertränke der kleinen Heilung. Und dann lag doch hier draußen noch jemand. Hallo. Gold. Mehr brauchen wir nicht. Okidoki, dann haben wir diese Nebenmission erstmal so weit abgeschlossen, als dass wir die erstmal getötet haben. Das Kopfgeld holen wir uns dann ein andermal ab. Jetzt reißen wir erstmal weiter. Der Punkt ist der, wir müssen um den ganzen Berg herum. Wir hätten auch über Helgen gehen können, aber den Weg kennen wir ja schon. Da haben wir jetzt hier was Neues zu entdecken. Deswegen gehe ich mal lieber diesen Weg hier. So, hier haben wir noch eine Distel. Immer schön die Augen offen halten und eine Bergblume. Ah, Bergblume. Bergblume. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Noch eine Distel. Sehen wir denn keine Reisenden hier unterwegs? Sind wir jetzt gerade so ganz alleine? Oh, ein Fuchs. Da ist eine Höhle. Wollen wir mal kurz zu der Höhle rein? Schauen wir mal, was wir da entdecken. Wupp. Okay. Wir sollten viel mehr schwimmen. Wir können schließlich schwimmen. Rote Bergblume. Okay. Dunkelschatten entdeckt. Was ist das denn? Das sieht jetzt nicht so einladend aus. Durchsuchen Bandit. Also auf irgendeinen werden wir da drinnen treffen. Entweder auf Bandit oder auf Nord. Männer. Ach, sag an, Sherlock. Ehrlich, eh. You don't say. Komm, wir gehen rein, Dunkelschatten. Wenn du schon diese Höhle entdeckt hast, dann wollen wir sie natürlich auch erkunden. Selbstverständlich. Das ist ja schon eine Besonderheit, wenn du hier was entdeckst. Ich hab dich lieb, Fendal, aber nein. So, sorry. Wenn wir die schon entdeckt haben, musst du nicht damit prahlen, dass du die entdeckt hast. Was ja gar nicht stimmt. Wir haben sie auf unsere Karte hat sie entdeckt. Wir gehen mal vorsichtig vor. Diesmal nicht mit dem Kopf durch die Wand hier. Okay. Anscheinend treffen wir jetzt hier doch nicht auf das, was ich gedacht hatte. Es klingt danach, als dass wir auf Wölfe treffen. Hallo? Das gefällt mir nicht. Du kannst doch da bleiben, wenn du willst. Ach du meine Fresse, ein Troll, nein, Sumpf. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Ach du, oh Himmelswillen, weg hier. Ah, verdammt.
Nein, da ist, glaube ich, noch einer. Fender ist gleich tot. Fender ist gleich tot. Stimmt, Kamera verwechselt. Ah, oh, fuck, 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 fuck. Aber den haben wir gleich, komm. Der hängt da fest, sehr gut. Der Punkt ist nämlich, glaube ich, der bei Fendal, bei den... Komm schon, komm schon. Neue Stufe erreicht, komm schon. Der heilt sich immer wieder. Wir haben ihn aber gleich, komm schon. Jawohl. Oh. Trollololololol. Trollfett. Fendal, lebst du noch? Fendal? Oh, er steht doch. Ich glaube nämlich... Also mit dem Troll hätte ich jetzt hier nicht gerechnet. Ich glaube nämlich, nur wir können ihm den Todesstoß verpassen. Wenn er von Gegnern angegriffen wird, dann geht er zu Boden. Und wenn er zu Boden geht, dann lassen ihn, glaube ich, in Ruhe. Wenn ich mich recht entsinne. Da ist noch einer. Da braucht man einen Feueratronarch, der braucht. Aber wo ist der? Hier haben wir ein Bäumchen. Oder habe ich in der... Ne, hier geht's noch tiefer, okay. Ach herrje, wo sind wir denn hier bloß gelandet? Trollololololol! Geh doch nicht auf mich! Geh doch auf den Feueratronarch! Geh weg! Ich sehe noch ein rotes. Ah, fuck. Ja, gleich hammern. Und. Jawohl. Ich glaube, da kommt gleich noch einer um die Ecke. Gott, oh Gott. Wo ist denn Fender hin? Ich glaube, da kommt gleich was. Ja. Los, greif an. Ja, genau. Verschwinde genau in dem Moment, du Idiot. Boah. Raste nicht aus. Wir brauchen den. Gleich. Sehr gut. Oh. Wie ich diese Feueratronarchen liebe, ehrlich, ey. Wo ist denn der Troll jetzt gelandet? Trollfett ist sehr wertvoll, glaube ich. Haben wir den jetzt verbrannt oder was? Wo ist denn der gelandet? Durchsuchen Troll hier. Boah, da ist schon der nächste aufgetaucht. Wenn ich da jetzt hin. Geht er zu Boden? Und jetzt erholt er sich da links. Du kommst jetzt nicht. Gut. Puh. Mann, 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 Mann. Auf dem Rückweg. Obwohl ich ja gesagt, obwohl ich. Ich hab's zwar gesagt. Nee, eine Kartoffel. Was brauche ich denn? Kartoffel. Ich habe zwar gesagt, dass man in der Regel nie, also sehr selten einen Rückweg, aber das ist eher bei größeren Dungeons. Bei so einem hier müsste man wahrscheinlich dann diesen Weg hier wieder zurück, aber wir schauen uns jetzt trotzdem mal links und rechts besser um. Heurika. Nee, warte mal. Zack. Es geht noch tiefer.
Verdammt, da ist noch einer. Oh Gott, oh Gott. So, um diesen Troll kümmern wir uns in der nächsten Folge, weil jetzt sind wir schon wieder bei 25 Minuten angekommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und drückt uns die Daumen, dass wir in der nächsten Folge weiterhin so erfolgreich sind bei diesen Trollen bei Skyrim.